Hi, ich bin Petra von Obacht und anlässlich des Singles Days habe ich mir ein paar Produkte bestellt. Die schauen wir uns gemeinsam an und wir reden über das Thema Selbstliebe. Genauso wenig wie euer Selbstbewusstsein von einer Beziehung, von einem Partner, einer anderen Person abhängig sein sollte, sollte euer Selbstwertgefühl unter euren vermeintlichen Makel leiden. Jeder von uns hat Zellulite, hat Dehnungsstreifen, hat Pickel, Pickelmale. Und das sollte aber nicht Grund sein, euch weniger zu mögen. Die Zeit als Single kann man ganz gut dafür nutzen, sich selbst wieder besser kennenzulernen und sich mehr mit sich selbst zu verbinden. Und ich bin ja eigentlich ein ganz großer Fan davon, innen anzufangen, also mit der Einstellung, wie rede ich überhaupt mit mir, wie sind meine Gedanken? Sage ich zu mir selbst immer, oh, ich bin so doof oder ich bin so hässlich? Da fängt Selbstliebe übrigens auch schon an. Würdet ihr so mit eurer besten Freundin reden? Ich glaube nicht. In einer Beziehung sind wir meistens ganz stark mit einer anderen Person verbunden. Oftmals fehlt uns die Verbindung zu uns selber. Gerade wenn wir dann wieder Single sind, ist es ganz hilfreich, durch bestimmte Rituale diese Verbindung wiederherzustellen. Das Ganze nennt man auch Achtsamkeit. Und so kann es zum Beispiel ganz hilfreich sein, sich beim Baden, beim Duschen oder beim Eincremen sich ganz bewusst Zeit für sich selber zu nehmen. Und da habe ich mir von Douglas, von der Eigenmarke, das Winter City Trips Little Wellness Set bestellt. Das besteht zum einen aus einer Schauermilch, einem Body Oil und Badekugel. Weiter geht's mit dem Thema Haare und das kennt bestimmt jeder von euch, dieses frisch vom Friseur Gefühl. Das gibt einem so einen kleinen Schub und gute Laune und das kann man ganz einfach auch zu Hause haben, denn ich bin schon seit über einem Jahr ein großer Fan von den Maria Nila Produkten und zwar von den Color Fresh Produkten und das sind Masken, die eben Farbpigmente haben, zum Beispiel hier Pearl Silver. Damit lässt sich Gelb- oder Orangestich aus blondierten Haaren ganz gut entfernen. Oder aber, wenn mir meine Haare zu blond sind nach einer Zeit, dann benutze ich den Farbton Kakao. Machen wir auch weiter beim Thema Haare. Da habe ich mir zwei Produkte bestellt von Moroccan Oil. Dieses Öl, das kennt wahrscheinlich jeder von euch, das ist so ein Must-Have, habe ich auch schon seit Jahren. Damit kann man die Spitzen pflegen und vor allem der Duft ist ein Traum. Und der Root Boost, ein Volumenspray für den Ansatz. Nicht nur der Duft von Moroccan Oil hat es mir angetan, sondern auch ein Parfum von Zarco, The Muse. Wenn ihr auf solche Düfte wie frisch gewaschene Wäsche steht, dann ist das euer Duft. Und hier kann man auch wieder das Thema Selbstliebe aufgreifen. Warum benutzt ihr Parfüm? Tut ihr das nur für andere, wenn ihr das Haus verlasst? Also ich benutze Parfüm auch, wenn ich weiß, ich habe einen Homeoffice-Day. Einfach, weil ich es für mich tue. Weil ich einfach selber gerne gut rieche und es mir wert bin. Selbstliebe und sich selbst annehmen, wie man ist und zu seinen Makel stehen, hat übrigens nichts damit zu tun, dass man nicht auch mal seine Makel abdecken darf. Das ist jedem selbst überlassen. Wichtig ist nur, dass ihr beide Versionen mögt. Die Hauptmakel in meinem Gesicht sind ganz klar meine Augenringe und hier und da noch so ein paar Pickelmale. Und da habe ich einmal von IT Cosmetics den Bye Bye Under Eye Concealer und gebe den einfach mit dem Ringfinger unter meine Augen und verblende den. Ich gebe den auch noch hier auf meine Pickelmale. Dadurch, dass der so eine ganz cremige Konsistenz hat, lässt er sich mit den Fingern besser verblenden, weil die ja auch so ein bisschen Körpertemperatur haben. Weiter geht's mit dem nächsten Produkt, auch von IT Cosmetics, und zwar einer CC Cream, die übrigens auch einen Lichtschutzfaktor 50 hat. Ich benutze das ganze Jahr über 50er Lichtschutz. Ein kleiner Tipp zwischendurch, zum einen, um sich mit euch selber anzufreunden, wenn es mit der Selbstliebe noch nicht ganz so klappt. Oder aber, um einfach eure Laune zu verbessern, wenn ihr euch sowieso schminkt, dann lächelt euch doch mal im Spiegel an. Es ist nämlich wissenschaftlich erwiesen, dass man nach einer bestimmten Zeit Glückshormone und Glücksbotenstoffe aussendet und das automatisch die Laune hebt. Also wenn ihr mal einen schlechten Start in den Tag habt, stellt euch vor den Spiegel oder nutzt die Zeit, während ihr euch sowieso schminkt und schenkt euch selber ein Lächeln. Das nächste Produkt, das ich euch vorstellen möchte, ist von Sleek die Face Form Contouring und Blush Palette. Und wie der Name schon sagt, hat man hier drei in einem. Und ich setze jetzt hier mal ein bisschen Kontur. Und etwas Blush. Und das Highlight setze ich mir hier oben. Ich denke, ihr kennt die üblichen Stellen auf den Nasenrücken, über die Lippe, in die Augeninnenwinkel. Und gerne noch unter den Augenbrauen hoch. Ich finde es übrigens schön, beim Schminken nicht nur meine Makel abzudecken, Augenringe, Pickel und so weiter, sondern auch Dinge hervorzuheben, die ich ganz gerne an mir mag. Und ich mag zum Beispiel meine blauen Augen und da habe ich jetzt hier die Salted Caramel Palette von Too Faced.
Das sind eher so rot-orange-Kupfertöne und ich finde, die stehen mir immer ganz gut und damit kann ich meine Augen ein bisschen hervorheben. Ich finde, die Palette riecht so gut. Also, das wird definitiv eine meiner neuen Lieblingspaletten. Also, mega schön. Da sind matte Farben drin, aber auch ein bisschen Glitzer. Love it. Und dann habe ich mir noch was ganz Besonderes zum Singles Day gegönnt und zwar Better Than Sex Mascara. Ich habe die noch nie probiert und werde das heute mit euch gemeinsam tun und bin schon sehr gespannt. Und das ist mein fertiger Look. Ich mag ihn sehr, sehr gerne. Ich hoffe, er gefällt euch auch. Und ich mag ihn nicht nur, weil er meine Makel kaschiert hat, sondern weil er eben auch die Seiten an mir hervorbringt, die ich ganz gerne mag, wie zum Beispiel meine Augenfarbe. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren, zum einen mit den Produkten, aber auch mit den Dingen, die ich gesagt habe, zum Thema Selbstliebe. In diesem Sinne, einen Happy Singles Day. Seid nett zu euch und macht's gut.